Start Offroad Tag 4. Jeden Morgen geht es erstmal zum GPS-Handout. Hier bekomme ich gegen Vorlage meiner Fahrerkarte die Navis für heute. Der heutige Start ist direkt auch hier, also nicht auswärts wie sonst. So. Good morning. Hi. Das ist nochmal die Rescue Map, wo er emergency wird. Jetzt werden die beiden Nuggets abgescannt und dann ist der Papierkram gerade erledigt. Jürgen montiert mal schnell noch die Navis auf dem Unterpolster. Ich fühle sich noch so mit der Maurerschnur hier gesichert. Und hier sehen, dass ich, wenn die mal losgehen sollte, nicht verliere. Wir haben schon mehrere Fahrer gesehen, die dann tatsächlich ihre Navis verloren haben. Das wäre schade aufs Navi und B, könnte das unter Umständen die Disqualifikation bedeuten. Nee, Moped warm fahren ist auch wichtig, morgens sich selbst warm zu machen. Wir haben beschlossen, hat uns ein paar Übungen aufgeschrieben, die wir machen morgens. Fußgelenke schreiben, Druck auf die Zehen. Dabei Fußgelenke ein bisschen schreiben. Ja, aber die richtigen Serien. Dabei aus dem Bus rauszugehen, dann die Kraft wegzuschmeißen. Nach oben. Wenn du von vorne rein gehst. David, und nicht vergessen, ne? Dabei lachen. Wir sind schon gleich schon fertig. Ah, ich mach heute so viel. Das reicht. Waiting for something good. Look at him. The third one in the magazine. Extra power. Oh, so close.
geil! After Party Red Bull Romania. Erster Kommentar zum Rennen, wie war's? Richtig schwer heute. Richtig schwer. Rutschig und Uphill auch nicht zu schaffen. Nein. So weich der Sand. Ging gar nicht. Gut gemacht, geil. 600 is an Iron Class Rider. Number 10, top 10, yeah, from Germany, David Lux. Those are already the quite fast bronze riders. Sometimes they are giving even a hard time to the silver guys. Yeah, big hand for the winners. Haben wir uns die Rückfahrt nicht vorgestellt. Wir sind jetzt ungefähr auf Höhe Arad und haben leider einen Reifenschaden. Irgendwas Spitzes haben wir wohl getroffen gerade. Reifen ist platt. Martin und Jürgen sind wie gewohnt beim Service Point schnell dabei. Ramakonda brauchen wir heute nicht. Ja, mit Kummer sind wir gewohnt. Und etwas gefährlicher als im Fahrerlager, oder? Ich passe jetzt halt so ein bisschen auf den rückwärtigen Verkehr auf. Jetzt hat es unten, ja. Hoffen wir mal, dass die Jungs genauso schnell sind wie beim Boxenstopp am Service Point. Wie ich das wieder gut machen soll, weiß ich das jetzt noch nicht. Ja, hoffentlich reißt die Pechsträhne gleich mal ab. Das beträgt sich nicht, Sand und Krümmel. Wahnsinn, was hier an Dreck entsteht. Aber gepaart mit so einem schönen Schweißgeruch. Bei den ganzen Jerseys und so. Perfekt. Matti, auch fleißig hier. So ein Finger tickt die Futter am Drauf. So vertreibt man sich hier die Zeit im Stau. Ich muss fahren, die Jungs sind am Chillen und jetzt machen sie irgendwann nützlich. Zwischen die Kauleiste kommt. Genau. So, Stullen-Andi ist auch fleißig.
Was gibt's da gleich hier für ein Baguette? Ein Baguette da gibt's. Ist das die Familienpackung? Da sind noch irgendwie 8 andere Leute, die hier mitfahren, die gleich mit essen, oder? So, Romaniacs 2019. Abgehakt, das Ding. Eigentlich wollte ich am letzten Fahrtag direkt nach dem Fahren noch ein Interview machen. Allerdings war ich einfach viel zu platt dafür. Ich konnte nach dem Fahren gar nichts mehr. Gestartet ist der 4. Tag für mich um 6.10 Uhr, 10 Minuten nach dem ersten Fahrer. Ja, schnell wurde mir klar, dass es kein Kinderspiel werden sollte. Die Locals im Vorfeld hatten schon gesagt gehabt, dass sehr viel Regen zu erwarten war. Und mir wurde klar, dass wenn ich noch vorfahren möchte, dass ich das direkt machen muss, vorm Regen. Weil oben in den Wäldern, in den Bergen, es bei Regen dann sehr, sehr schwer werden würde. Also war es dann auch. Um 7:30 ging es schon los. Relativ starker Regen setzte ein, mit Nebel oben in den Bergen. Die Auffahrten waren so schon schwer, aber unter den Bedingungen wurden sie noch mal einen Tacken schwerer. Ich habe es dann relativ schnell auf 5, 6, 7 so die Plätze geschafft und konnte mich dort dann einreihen und mit den Jungs dann weiterfahren. Hat eigentlich relativ gut geklappt, muss ich sagen. Keine großen Stürze, nichts kaputt gegangen an dem Fahrtag. Ja, bis zum Service Point war es echt knackig. Ich war so fokussiert alles, dass Matti beim Service Point aufgefallen ist, dass ich gar nichts getrunken hatte. Das habe ich auch schnell nachgeholt, weil sonst hätte ich das nicht geschafft, die Nummer durchzuhalten. Nach dem Service Point, ja, hatte ich es mir ein bisschen kürzer vorgestellt bis zum Ziel. Ja, noch ein ganz schönes Stück. Hat aber alles gut geklappt. War ein Checkpoint, das war durch Checkpoint 10. Der war schon echt knackig. Da hatte ich nicht gedacht gehabt, dass wir den hochkommen. Hat aber dann noch geklappt mit ein bisschen Kämpferei. Ja, dann ging's Richtung Costa Rica. Wieder raus aus den Bergen und das Gefühl, irgendwie dem Ziel näher zu kommen und zu wissen, das ist nicht mehr so weit weg, schon unbeschreiblich geil. Die letzten Meter genießt man dann wirklich nur noch und pusht nicht mehr wirklich. Man genießt die letzten Meter. Ja, lässt irgendwie nochmal alles auf sich wirken. Angekommen in Costa Rica war dann relativ schnell klar, dass ich meinen Traum, den zu bezwingen, abhaken konnte, weil das einfach zu extrem war. Der Boden war so nass und feucht, dass man die ersten Meter gar nicht anfahren konnte. Das hat man auch gesehen bei den Pros, die sind rechts und links gerutscht und echt schwer hochgekommen. Unten wartete Jürgen auf mich. Jürgen sagte direkt, pass auf, voll rein und dann so hoch wie es geht. Mehr ist da nicht drin. Matti würde oben am letzten Step auf mich warten und mich dann gegebenenfalls letzten Meter hochziehen. Ja, ich bin dann rein, ersten, zweiten, dritten, voll durch. Und dann alles was ging und so war es dann auch. 2 Meter vor der Kante ungefähr war dann der Vortrieb weg. Matti hat mich hochgezogen. Besten Dank nochmal dafür an der Stelle. Dann ging es noch ein paar knackige Auffahrten hoch, bis dann ganz oben. War schon steil. Hätte ich jetzt so, ich glaube, beim Trainieren nicht versucht, die Dinger. Ja, oben angekommen, ging es noch einmal ganz runter. Und dann nochmal hoch, seitlich so, ein paar Auffahrten. Da ist mir leider noch ein Brasilianer voll in die Karre gefahren. Hat mich am Ellenbogen voll erwischt. Ja, aber gut. Ist dann so, nach 4 Tagen sind einfach alle platt und keiner kann mehr so richtig klar denken, da kann dann sowas schon passieren. Also, das ist dann einfach so. Ja, habe ich nur ein bisschen geärgert. Hätte man vermeiden können, die Nummer, aber egal. Ich bin auch hinter ihm hoch. Dann die nächste Auffahrt vor ihm gepackt und war wieder vor ihm, also alles gut. Unten angekommen, waren noch ein paar Obstacles aufgebaut, aber jetzt nichts so Schweres wie die letzten Jahre, fand ich. Konnte man gut fahren. Ja, durchs Ziel und dann habe ich irgendwie der Blitz getroffen. Ich war sprachlos, ich konnte nichts mehr sagen, ich wusste nicht, ich war komplett fertig. Als wenn jemand einen Schalter umgelegt hatte und ja, unbeschreiblich cooles Gefühl. Die
Last fällt von den Schultern, man genießt den Moment. Ja, ich wusste wohl, dass ich vorgefahren bin den Tag über und dass ich gut klar kam und dass ich gemerkt habe, dass viele echt Probleme hatten und auch viele Silberfahrer vor mir nicht weiterkamen und ja, ich die überholen konnte. Mein Ziel war es ja, dieses Jahr die Top 10 zu knacken. Ich glaube, war erst ein bisschen hochbegriffen, aber schlussendlich hat es geklappt. Platz 10 overall. Ja, der Tag 4 war dann Platz 7. Da habe ich dann echt immer gut vorgespült. Ja. Hammer, das hätte ich nicht gedacht. Bin mega stolz, dass es gepasst hat. Hatte auch viel Glück dabei, muss man sagen. Ein, zwei Auffahrten am letzten Tag, die waren schon nochmal wie auf Messerschneide, dass es gepasst hat. Hätte das nicht gepasst, hätte ich das Ding normal machen müssen, den Checkpoint, und dann ja, hätte es wahrscheinlich nicht gepasst. Ergebnis her. Aber gut. Ich habe schwarz auf weiß, Platz 10 und somit ja, Ziel erreicht. Ja, wir waren dann, ja, wann war ich da fertig? 13 Uhr, glaube ich, so ein Dreh. Wir haben dann noch was gegessen dort. Haben die Pros noch ein bisschen zugeguckt. Tatsächlich hat es keiner aus eigener Kraft bis auf Graham Jarvis hochgeschafft. Er musste aber auch einmal absetzen. Im letzten Step, wo ich auch war, ist er nochmal seitlich gestartet, so wie Mani und Gomez auch. Aber Graham hat es wirklich alleine aus eigener Kraft geschafft. Also, das, wie ich, wenn man das live sieht, ist der Hammer, was der Typ kann. Also, auf Videos kommt das ja schon krass rüber, aber live dann nochmal zu sehen, ist schon Hammer. Ja, dann haben wir da noch ein bisschen zugeguckt, wie gesagt. Haben dann relativ schnell einen Song gepackt und sind dann das Moped waschen gefahren. Und anschließend in die Pizzeria. Haben dann auch was gegessen und dann sind wir abends zusammen um 10 Uhr zur Ramada gefahren mit dem Taxi. Und von da aus dann zur After-Race-Party. Die After-Race-Party ist ja auch mal so ein Highlight bei den Romaniacs. Letztes Jahr war es in seiner verlassenen Fabrik. Dieses Jahr war es in so einer Hochzeitslocation. War das andere extrem, extrem schick und ja, war auch cool dieses Jahr. Mit Pool und ja, alles schön dekoriert. Das haben die Jungs schon drauf. Ja, da war dann die Medaillenvergabe. Mit kleiner Party anschließend. Wir haben es nicht übertrieben. Wir mussten ja, wir wussten, dass wir ja gestern, also am Sonntag, dann noch wieder zurück mussten. Ja, ganz genau weiß ich nicht, wie lange wir da waren. Jedenfalls waren wir morgens um 10 Uhr wieder im Auto und sind Richtung Deutschland gestartet. Leider hatten wir dann nach ca. 150 Kilometern einen Reifenschaden hinten rechts am Crafter. Da ist wohl die Karkasse gebrochen und ja, der Reifen ist geplatzt in der Fahrt. Aber auch das haben meine Jungs, Martin und Jürgen, super schnell gewechselt. Das war, ja, ich denke, eine Viertelstunde war es gegessen, haben wir unterwegs. Ja, um 2:30 waren wir dann im Siegerland bei Matti. Und um 4:30, kurz vor 5, war ich dann wieder hier in Dülmen. Dann erst Jürgen rausgeschmissen und bin dann zu mir. Ja. Hat schon geschlaucht, die Nummer. Aber eigentlich muss man sagen, die Rückfahrt hat wesentlich besser geklappt. War gut durchgefahren. Nicht so viele LKWs unterwegs und kein großartiger Stau, wo man wirklich lange stand. Da war der Hinweg schon schlimmer. Ja. Dann muss ich mich an dieser Stelle noch einmal, oder möchte ich mich an dieser Stelle noch mal ganz aufrichtig bei Matthieu und Jürgen bedanken für eure große Hilfe. Also das war wirklich große Klasse, was ihr da gemacht habt. Von morgens bis abends habt ihr mir geholfen, wo es nur ging, habt alles vorbereitet, habt mein Bike vorbereitet, habt den Camelback gefüllt, habt die Nudeln gekocht. Ich müsste noch eine halbe Stunde aufzählen, was ihr alles gemacht habt. Wirklich große Klasse, großes Kino. Das pusht einen selbst auch nochmal ungemein, wenn man weiß, dass man hat ein Team hinter sich, was ja, wo alle an einen Strick ziehen und da Bock drauf haben. Und das ja, ist ein unbeschreiblich geiles Gefühl, als Fahrer Teil des Teams zu sein. Auch am Service Point war einmal alles super vorbereitet. Nach dem Fahren habt ihr das Bike gerichtet, habt die Reifen gewechselt, habt ja, alles das korrigiert, was ich kaputt gemacht habe über den Fahrtag. Und ja, der war schon super. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Auch bedanken möchte ich mich bei meinen Sponsoren und Helfern. Ohne eure Unterstützung wäre das in diesem Umfang nie für mich möglich gewesen. Vielen, vielen Dank dafür.